Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Together, hier mit der ganzen Slay Massive Crew und Sarazar natürlich vorneweg. Und wir haben endlich mal ein Lager errichtet in der letzten Folge, nachdem wir am Anfang erstmal so ein bisschen angetestet haben, das Spiel. Nur dieses Mal lief es ganz gut. Und ja, ich glaube, Erik, du solltest mal kurz ein bisschen erklären, was wir hier schon so gebaut haben im Lager. Ja, wir haben bisher Kisten, wir haben zwei Farmen hier links. Da wächst auch schon, da ist gerade was gewachsen sogar. Ein kleiner Maiskolben. Ja, ich muss den Erik hier, den muss ich echt mal ganz kurz, sorry, den muss ich mal ganz kurz ein bisschen lauter stellen, Freunde. Der ist nämlich echt. So, rede mal, Erik. Ich muss dich, glaube ich, hier um 7 dB, da habe ich euch jetzt mal mitgenommen hin. Zack. Kannst du mal. Hallo. Ja, so ist es schon viel besser. Ich stehe auf Maiskolben. So, auf jeden Fall, der hat sein Mikro irgendwo in der Nase stecken, wisst ihr? Ja, jedenfalls, ansonsten haben wir hier noch so zwei Maschinen gebaut, die uns einfach dazu befähigen, einfach noch mehr Zeug zu bauen. Mehr sind diese Maschinen eigentlich nicht. Genau, die ermöglichen halt neue Skills. Ich habe nichts dabei, wirklich, um was zu bauen. Ich brauche dringend, weil ich habe ja dem Erik meine tollen Saplings gegeben. Jetzt kann ich mir selber keine Pickaxe mehr bauen. Dann muss ich natürlich dringend was unternehmen und mal losziehen wieder. Denn der Tag ist gleich schon wieder vorbei. Oh Mann. Hat denn jemand noch Äste? Ich hab 10 Äste noch, ja. Ich hab auch noch Äste. Aber ich baue ganz, erstmal noch eine Farm. Ganz dringend, welche. Oh, ich hab viel Zeit. Wir brauchen auch schon ganz dringend, falls ihr seht, Steine. Aber halt, wir müssen uns die besseren Steine daraus machen, diese Steinblöcke. Und Kohle. Oh Gott, jetzt kommt ein Gewitter, Leute. Kochtopf machen. Ja, das will ich doch machen, den Kochtopf. Ja? Ja, ich auch. Es kommt ein Gewitter, Leute. Nein, ich kann den Sapling nicht nehmen, ich bräuchte ihn so dringend. Deswegen, ich bräuchte nur einen Sapling. Ich kann Sapling, den habe ich doch. Nee, warte mal. Twix meinst du? Ja, Twix. Habe ich, 3 Stück. Ja, her damit. Ja, die meinen wir doch alle mit dem Sapling. Und ich bin die Wildnis losgezogen, Benny. Oh, ich sterb nämlich auch gleich. Also einfach ich habe dir eben, also in der letzten Folge war das ja 4 Saplings gegeben, ne? Du musst jetzt, wie viel braucht man denn? Ja, ja, genau. 6. Hast du's? Oh, 6. Ja, ja, ich baue den jetzt. Oh nein. Jawohl, dann kann ich endlich kochen. Oh Gott, ich muss nicht so viel Lager Fleisch. Zurück. Ja, koch mal ordentlich was. Fleisch. Da ist der erste Kochtopf. Das war jetzt ein ziemlich kurzer Tag, weil wir erst spät in die Folge eingestiegen sind. Aber soll's. Kriegen das schon irgendwie hin. Wie echt nirgends mehr so blöde Äste sind. Ich suche schon alles ab gerade. Da ist der Kochtopf. Kocht da schon was? Gefunden, ja, ich habe schon zwei Sachen attackiert. Ah, okay. Warte mal, ich mach mal ein Stück Fleisch dazu. Attackiert von hinten, das war doch der Zombie. Ja. Domi! Domi, hast du mir das Der Domi ist schon wieder voll abgemagert. Oh, scheiße. Müssen wir jetzt auch wieder mästen. Und dann klaut er gleich wieder alles. Ja, ich bin echt so viel größer. Ja, beim Domi, das ist immer Mundraub. Hat irgendjemand zwei Äste zu verdienen? Oh, ich glaube, der Green Cap tat mir auch gerade nicht so gut, der Pilz. Aber beim letzten Mal habe ich angegessen, der war gut. So, Domi, hier sind Fleischbällchen. Fahr sie dir rein. Ja, wenn du den jetzt wirklich in diesen Kochtopf reinsteckst mit noch anderem Zeug. Chester, ist das der Kochtopf? Nee, das ist der Chester. Das ist eine Chester, Freunde. Das ist eine laufende Kiste quasi. Wie geil. Die habe ich ganz vergessen. Wenn man diesen Stab in die Hand nimmt, dann folgt der einem. Geil. Jetzt haben wir Rucksäcke endlich. Yeah. Ich kann noch einen machen hier, falls noch wer einen braucht. Danke. Aber da können wir deutlich mehr jetzt schleppen. Das ist schon mal eine sehr große Bereicherung. So, ich muss mir hier erstmal was kochen. Ich bin mich fast verhungert. Und dann mach ich hier können wir was harvesten. Hier können wir Maiskolben haben. Mach neues Essen. Mach Essen, ich brauche auch ganz viel. Nehmen sich mal, wer den Rucksack hier noch? Oder haben alle einen? Ich habe einen, wieder mal ein bisschen Fleischbraten gerade. Wo ist denn die Kackekiste? Haben wir eigentlich genügend Holz fürs Lagerfeuer? Ah nein, gib mir das Fleisch, ich mache daraus besseres Holz Essen. Könnten wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Ja. Ich mal den gib mir das Fleisch! Hier ist noch ein Grassuit, falls den jemand braucht. So, wer will hier essen? Essen ist fertig. Ich komme gerne. Ja! So richtige Fleischbällchen sind das. Lass die Woodlocks einfach hier liegen, oder? Naja. Wer will's? Boah, geil, wie cool sieht das denn aus? Das kriege ich mal hier, die Fleischbällchen. Wow, voll lecker. Ja, deswegen gebt mir euer Fleisch. Heute bei Ikea gewesen. Gebt mir euer Fleisch. Oh, da kommt Kreatur. Ich brauche euer Fleisch. Die greifen uns aber noch nicht an. Oh, habt ihr gerade gesehen, die Geistviecher? Habt ihr noch das coole Gemüse vom Anfang? Nee, das habe ich alles weggefressen. Alles weg. Alles weg. Muss ich gestehen, habe ich mir gegeben, Alter. War lecker. Sonst könnte ich euch jetzt auch einen Frosch machen. Warte mal, ich will mal was probieren. Ich will auch mal hier. Ach, das kann ich nur braten. Okay. Was ist mit dem Hasen? Der Hasenkeule. Was brauchst du noch, Benny?
So, ich habe einfach mal ein bisschen was in die Gemüse, Kiste gelegt. Also so eine Aubergine oder so. Karotten oder geht auch, oder? Alles geht eigentlich. Ich habe zwölf. Wer kocht da gerade? Ich tue gerade, mach ein paar leckere Karotten. Ja, du musst drei Karotten und ein Stück Fleisch. Ich habe hier 12 Karotten hingelegt, Benny. Dann gib mir ein Stück Fleisch. Ich habe leider nichts dabei, oder? Ich sehe das noch nicht so an den Icons, ich muss das manchmal noch... Wer hat sich die Karotten da genommen? Hey, was passiert hier? Was passiert hier? Ich koche jetzt einfach einen schönen Karotten. Wir machen heute vegetarisch heute. Kommt. Ja, aber das bringt's nicht. Also es gibt feste Rezepte. Das wird ein toller Karotten. Vertrau mir, das wird dir munden. Wenn man die Felder erntet, auch nachpflanzen, bitte, Leute. Alter, wie viel ich einfach verloren habe heute Nacht wieder. Ich muss mit dem Rick echt ständig Blumen pflücken gehen, damit er glücklich wird, ey. Wenn man nicht das Richtige kocht, dann kommt nämlich auch was raus, was einen krank macht. Was? Das sieht doch voll gut aus. Ja, das ist so Ratatouille, das geht. Probier's mal. Brauchst du eigentlich überhaupt Bestimmt lecker. Naja, es hat mich wieder aufgemuntert. So, ich koche weiter. Okay, dann koch du mal fleißig. Ich gehe in der Zeit noch ein paar Setzlinge suchen. Und ein paar Blumen pflücken am besten. Ja, und auch Seeds. Alle Seeds, die wir finden, einsammeln. Schade für die Leute. Oh, sorry, ja. Denn das muss man auch mal erklären. Das Essen, das wird nämlich schlecht im Inventar. Und deswegen kann man einen Kühlschrank bauen und die Sachen da konservieren. Ja, du hast immer was zu tun in dem Spiel. Also wirklich, das muss man einfach sagen. Und das Ding ist halt auch, wir müssen jetzt halt gucken, ihr erkennt das ja noch hier mit der Psychopathennummer, ne? Man wird schnell zum Psycho. Und beim Rick, mein Charakter, ist das halt, wie gesagt, besonders schlimm. Der heult schnell rum. Und deswegen muss ich jetzt irgendwie Blumen pflücken gehen. Blumen. Flower Power. Da erinnert ihr euch auch noch an unsere Reise in San Francisco? Ja. Oh ja. Oh, ja. Das war schön. Zu gut. Das war Hat echt das gut. gut getan. Echt so richtig schön in den Flower Power Garden. Da waren wir auch im Riesenpark und so. Das war echt eine schöne Reise. Gibt's ja bei den Superhomies. Könnt ihr reinschauen? Das Video. Haha. Macht er wieder Werbung hier. Okay, Vorsicht, Frosch. Aber da ist eine Blume hinten, die muntert mich auf. Also es ist wirklich anstrengend ein bisschen mit dem Charakter, ne? Wie viel habt ihr denn noch? Hier sind so viele Büffel. Bei mir ist alles voll. Ja, bei mir ist 81. Ich habe über Nacht so viel verloren. Dafür ja, wir bauen mal ein Zelt jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber auch einen zweiten Crockpot, ganz dringend. Oh, Zapplings, cool. Naja, eigentlich Essen, brauchen wir mindestens drei. Das oder? Essen holt sich ja keiner ab die ganze Zeit hier. Ja, aber das, dann ich hol mir das doch. Gleich. Ich hol mir das gleich. Und im Kühlschrank kannst du es auch lagern, ja. Gibt ja keinen Kühlschrank. Ach so, den brauchen wir auch dringend. Ja, halt in der Kiste halt. Ja, das kann ich machen. Huch, das ist der Baum, gerade Essen ganz in die Kiste. Ja, komm, nehmen wir ein paar bisschen Holzer mit. Wir haben ja noch Rucksack. Oh, da ist ja schon viermal Kohle. Ja, habe ich reingelegt. Ich bring noch ein paar Flints mit nachher. Ja? Ich habe ja so ein paar gefunden. 9 Stück habe ich am Start. Ja, wenn du Stein mitbringen kannst, ein Block habe ich. Richtig ja, nice. Ich habe 8 Blocks. Ah, hier, yeah, perfekt. Ich kann mir eine Pickaxe bauen, Freunde. Sehr schön. Super. Jetzt geht's ab. Hier. Jetzt geht's ab, sage ich euch. Das können wir hier vorne hinziehen. Man kann übrigens auch mit einem Hammer diese Schweinehäuser auseinandernehmen. Ne? Dann kommen da so Bretter raus und Schweinehaut und alles ziemlich geil. Ach so, das sollten wir mal machen, ne? Ja, so ein paar Schweine. Also nicht die direkt bei uns sind, würde ich jetzt nicht sagen, weil die beschützen uns ja auch, aber. Echt? Aber hier sind so viele Häuser. Na, wenn Gegner kommen, dann kämpfen die mit uns. Aber das, ich habe gar keine Schweine mehr da gesehen. Die sind doch längst umgezogen, als wir da gekommen sind, oder? Nee, die respawnen immer da an dem Haus. Okay, wir können hier... Nomadenschweine. Nomadenschweine. Ich habe was gefunden, um einen Kühlschrank zu bauen. Aber dann müsst ihr mir helfen. Was braucht man denn, um so einen Kühlschrank zu bauen? Erzähl mal. Da braucht man... Wie nennt sich das nochmal? So Zahnräder einfach. Aha. Kann man hier finden. Yes. Habe ich ein paar an den Zähnen, aber keine Räder. Oh Gott, war der schlecht. Oh, ich bin gerade. So, ich baue noch eine Farm. Aber Leute, ich mir fehlt ein Holz mit. Boah, und hier sind auch. Alter, was ist das für ein Vieh? Ein einäugiger Zyklop? Ne. Oh Gott, der Tollbird, renn weg vor dem. Ja, renn weg vor dem. Oh mein Gott, Tollbird. Ich hab den gesehen. Ich hab den Endgegner gefunden. Der Endgegner, das wär's natürlich wieder typisch. Einfach auf Spaziergang zum Endgegner. Ja, die Karte, wie gesagt, die ist riesig und da werden wir noch einiges entdecken müssen. Und wir spazieren hier weiter fleißig mit unserem wunderschönen Fashion-Zylinder rum. Kann mir jemand mal helfen hier hinten? Wo bist Was denn ist du? Da? Was heißt denn da hier hinten? Da können. Ja, das ist ein bisschen scheiße, aber.
Wir können hier 1 Million Scheiße einsammeln. Nein, ich will diese Zahnräder holen. Die Zahnräder. Das schaffe ich nicht allein. Ich werde dir helfen. Auf einer Mission, auf die wir uns aber wahrscheinlich erst morgen begeben werden. Also, der Tag ist ja schon fast wieder um. Dafür bringe ich was mit fleißig hier. Ich habe mich diesmal heute mal echt nützlich gemacht. Zur Abwechslung. Und den nehmen wir auch mit. Ach, hier sind noch Büsche. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig viele Äste jetzt mal wieder gefarmt. Ah, sehr gut. Alter. Oh, das ist super, ja, Mann. Und hier, ich habe 16 Flints und ich habe 15 Rocks, Freunde. Sehr gut, ja. Dann kommen wir doch voran jetzt. Alter, ja, aber echt, ey. Rocking on Freedom sozusagen. Oh, alle ab ins Lager. Und der Benni hat uns was Schönes zu essen gekocht, oder? Jede Menge. Da freut man sich doch, wenn man abends heimkommt und der Benni hat gekocht. Ne, das macht ja in Realität öfter, ne? Ja, genau. Wir wohnen ja zusammen, der Benni und der Flo, als schwules Pärchen halt. Nein, kein Spaß darüber. Aber ihr wohnt tatsächlich zusammen. Ja, klar, aber eher so als WG. Eher als Bi-Pärchen. So. Eher so. Mal so, mal so. So ganz liberal. Wiggle, wiggle. Ich erzähle jetzt einfach lieber nicht, was hier so in der Realität abgeht. Okay, oh Gott. Jetzt hast du aber was angeschnitten. Ich weiß nicht, was ich das tun soll. Das so gut war. Jetzt machen sich alle jetzt voll die Gedanken. Was ist da passiert? Schreibt in die Kommentare. Total am Ausrasten. Wie stellt ihr euch das vor? Ach, guck mal, wer da ist. Na, guck mal. Hallöchen, die Zylindergang. Hallöchen. Wir sollten mal zurückgehen, es wird gleich Nacht. Ich glaube, wir sollten uns sogar ein bisschen schneller auf den Weg machen. Oh. Wo sind die Base? Renn ich da? Ich glaube, wir müssen gleich mal auf Spinnenjagd gehen. Ich brauche nämlich neues Fleisch. Yeah. Ja, und ein Zelt. Und ein Zelt. So, und ich kann hier mal ein paar Woodlocks wieder drauf ballern. Ach so, Benny, wo bist denn du? Ja, wieder das Feuer kräftig burnt. Warte, ich habe hier noch Hasenfleisch. So, jetzt hier richtig lichterloh, Alter. Hasenfleisch. Hat noch jemand einen Kackerhaufen? Ich habe einen. Guck mal hier, Hast du mal in die Kacke gekriegt? Ja, ich auch zwei. Oh, zwei nice. Stücke. Dann gibt's jetzt schon 5 Farmen, haben wir jetzt. Alter, wir werden uns so voll fressen können. Was brauche ich denn alles für so eine Farm? Die kann man bei Structures bauen, wahrscheinlich, ne? Chests, sein? Nee, die ist auf der Karotte auf dem Symbol. Ah, da muss ich aber. Und dann gibt's eine Basic Farm und eine Improved Farm. Ah. Und die Improved Farm ist halt schon die, wo der Dünger gleich mit drin ist. Und dann brauchst du 10 Gras, 6 Kacke und 4 Rocks. Aber bei mir ist immer noch ein Schloss. Oder entfernt sich das, wenn ich die Sachen dafür hab? Ja, du musst einmal den Prototyp freischalten an der Alchemie. Oh Gott, wo ist meine Fackel? Wo ist meine Fackel? Ja. Also einmal einfach draufklicken. Er wird sterben. Wenn du alles dafür zusammen hast, ist das dann grün. Ah, okay, dann verstehe ich das. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Sachen selber bauen auch. Aber es macht ja auch so Spaß. Ist cool, jetzt bin ich auf Abenteuerreise gegangen, wenn ihr ja das Lager zubereitet habt. Oh, und dann klaue ich mir was aus dem Kochtopf. Und diesen Blitzableiter sollten wir auch mal in Start bringen demnächst. Geil. Ich hab noch 15 Mal Kacke eingesammelt. Die leckersten Meatballs von Benny. Dann bau auch noch mal eine Farm, aber wir brauchen auch dringend echt den Blitzableiter, sonst brennt gleich alles. Oh ja, stimmt. Oh Gott, ich hab nur noch 90. Der Benny. Psychopathen. Was ist denn die Straw Roll? Ist er mal wieder geflogen? Hier, ich tu ein bisschen Gold in die Kiste. Ja, da kann man drin schlafen. Ja, soll ich mal eine bauen davon? Nee, wir bauen ein Zelt direkt oder ein paar Zelte, so große. Die sind viel, viel sinnvoller. Ey, ich bin disconnected, was ist denn hier los? Ja, das ist irgendwie, gerade nicht, haben wir noch drüber geredet. Wie ihr immer so Probleme habt mit eurem Internetanbieter. Also das Ding ist, müssen natürlich jetzt hier noch ein bisschen harvesten, aber es geht ja ganz gut diesmal. Der Vorteil jetzt auf jeden Fall, dass wir ein Lager haben, im Gegensatz zum letzten Mal. Ich glaube, da haben wir nicht so lange gezündet. Großer Vorteil. Im Prinzip haben wir jetzt echt mehr geschafft in den 2 Folgen deutlich als vorher. Da müssen wir uns halt auch einfinden. So, ja, das meinte ich ja, das war halt mal so eine Gag-Runde am Anfang. Genau, Chaoslager. Kann ich hier auch meine Seeds mal reinballern? Ja, genau, hier. Oben links kannst du deine Samen verteilen. Oh, ich hab noch keinen mehr, oder? Der Spruch der Folge ist. Ah, doch, hier. Warte, ich hab auch noch einen Samen. Ich will meinen hier verteilen. Ich hab 15 Stück, 15 Stück. Vor allem reinballern. Und der Domi hat genau einen. Du weißt aber nicht, was rauskommt. Boah, guck mal, ich kann jetzt hier schlafen. Ja, was ist denn mit dem zweiten Kochtopf eigentlich? Ja, den brauchen wir und den Pizzableiter. Guck mal, wir machen die richtige Bio-Ware, Freunde. Richtige Bio-Ware. Super, aber noch schön die Seeds einsammeln, ey. Ohne die Seeds sind wir am Arsch. Wer flötet denn hier 17. so schön? Ich hab noch 17. Kann ich den Schweinemenschen angreifen?
Nee, lieber nicht. Kannst du ja, aber es ja, ist nicht so eine gute Idee. Wir brauchen noch Miet. Dann greifen uns die dann alle an. Wollten wir nicht mal hier die Gears holen, die Zahnräder? Ja, genau, ich komme mit. Ich folge dir. Warte mal, ich müsste ein bisschen Leben kriegen, Leute. Ich habe nur 57 Leben. Das ist ein bisschen schlecht eigentlich. Dann iss mal was. Ja, ich esse die ganzen Karotten weg hier. Nee, hier, gib die nicht. Ey, ist die Fleischbällchen. Miet, okay, warte. In der rechten Kiste. Okay, ich drop's dir hier. Oh, jetzt habe ich sie aus Versehen wieder gegessen. Hier sind ein paar Berries. Ich gebe sie dir und schieb sie sich gleichzeitig in den Mund. Hier sind ein paar Berries. Köstliche Berries. Dankeschön. Die Roasted Berries esse ich aber. Oh, die sind nur noch gelb. Dann geben die nicht mehr ganz so viel, ne? Ja, da sieht man, die Sachen verschimmeln auch. Die werden nicht mehr genießbar irgendwann. Also, was wir brauchen, ist Holz. Hat jemand Holz? Ganz normales Holz von einem Baum gefällt einfach. Also, hast du was? Ich habe 10, ja. Ich habe 2. Hier, warte, ja, gib mal bitte die. Ja. Huch. Flupp. Hast du die Meatballs, Saraza? Die hat jemand anders genommen, sich gegönnt. Nee, ich hab dir gerade 2-mal Meatballs gegeben. Ja, die sind 3-mal. Ach so, cool. Ja, stimmt. Dankeschön. Boah, nicht alles lecker. Auf einmal essen. Okay, ich heb's mir auf. So. Ich hab trotzdem nur 66 Leben. Aber 66 Leben noch ein bisschen an, weißt du? Lass uns nächste Nacht ja, das machen. Ja, da hast du recht. Nee, wir wollen jetzt los. Alter, lass uns einfach selbst Holz fällen. Okay, komm, wir kommen mit. Folge dir. Wow. Wir übernehmen ja. Das, E-Rich, wir übernehmen das. Ey, hier ist scheiße. Kann ich ja richtig crazy. Exotische Sachen. Oh, hier, warte, ich überlasse dir die Kacke. Alles ich am Start. Ich gerne in meiner Hose haben, weißt du? Ich bin das gewohnt als Pantomime. Scheiße ich mir immer ab und zu mal in die Hose. So, schön. Oh Holz. Nein! Oh nein! Baumbart! Oh nein! Was ist das denn für eine Tarn? Ohne Spinne, Hilfe! Okay. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt auf die Mission zu den Zahnrädern. Wir haben nicht mehr viel lange Tag. Ja, das stimmt. Aber oh nein, mein Fleisch ist leer. Wird ultra hart. Alter, ich habe wenig Leben, ne? Nur zur Info. Ich kann kaum... Ja, ich weiß. Deswegen wird's ja so hart. Ja, ich nehme noch ein bisschen Kacke mit. Ich trage dir jetzt auch in meiner Hose. Wollen wir es einfach so machen, dass... Wir dich du ablenken einfach und dann einer... Genau, du lenkst ab. Ach, wir haben Unterstützung bekommen. Hier, der Two Familia ist auch da. Der ist sehr familiär. So, auf geht's. Blumen, die muss ich sammeln, dringend. Aber wir hätten auch einfach Schweine mitnehmen können. Hat jemand Monster Meat einstecken? Nee, ne? Nee. Ja, dann komm, dann lasst uns erst so ein paar Spinnen hier töten. Aber ich der kocht auch mit uns hinterher. Die gute Chester. Achtung, jetzt noch nicht angreifen, erst so ein Stück noch zurückziehen. Okay, wo siehst du denn jetzt die Zahnräder? Greifen den Chester an. Geht mal weg, der Chester stirbt. Oh nein. Oh Gott. Angriff. Helf ihm. Chester haut ab. Achtung. Nein, ich liege. Ja. Ich bin tot. Oh Gott, wie viel. Ja, wir können dich wiederbeleben. Ja. Oh mein Gott. Ja, wir beleben dich ins Warte, ich sag euch was dazu. Oh my godness. Ja, komm mal zurück ins Lager. Bitch, please. Nee, ich will hier liegen doch meine ganzen schönen Sachen, die will ich doch wieder. Ja, ja, ich beleb dich direkt hier wieder. Ich beleb dich hier direkt wieder. Moment. Oh, geh zurück ins Lager. Ich hab kein. Hat jemand Holz? Das Feuer geht aus im Lager. Ja, ich hab Holz. Doch, alles okay, ist Nachmittag. Ja, ist noch Zeit. Meiner nicht. Komm zu mir, Walle, damit ich dir ein Herz reindrücken kann. Ich komme. Ja. Und jetzt pass auf, rennen direkt. Alter, ich meine schönen Sachen. Okay, du hast sie abgelenkt. Zack, 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 zack. Komm schnell. Alter, ich will die ganze Scheiße mitnehmen. Es hat sich auch nicht gelohnt, dass ich Blumen gepflückt habe. Mein Boomerang, kann ich ihn liegen lassen? Boah. Okay, danke dir, Alter. Das war sehr lieb von dir. Das ist kein Ding. Boah, diese Mega-Warrior-Spinnen sind echt nicht, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja, die müssen wir in so Fallen einfangen. Einfach. Oh, ich muss Blumen pflücken. Alter, bei mir ist schon wieder... Lass mal hier nächtigen, damit wir gleich direkt bei diesen Zahnrädern sind. Oh, lass mal abhauen, würde ich sagen. Ah, die Blumen nehmen... Ja, das ist ein Shit. Aber da ist eine Blume, die brauche ich. Jetzt geht's bergab mit mir. Nein, was? Was? Du bist tot? Ich hatte ja auch gar kein Leben mehr, oh Gott. Oh nein, 85, wie kann ich dich wiederbeleben? Nur mit so einem Herz, ne? Ja. Ich kann nicht mit. Ah, Baumbart! Ich brauch nur Gras. Oh Gott. Ich bring dir Gras, was. Schläft der Flo? Warte, ich hab ganz gut Gras. Ich schlaf hier mal eine Runde. Ganz gut Gras, jo. Ja, lass mein Gehirn wieder auf. Wenn man so ein Herz macht, kostet das nämlich auch Leben immer. Ach, scheiße, Mann, das tut hier, mir leid. Das hab ich jetzt, da hab ich gar nicht drauf geachtet, cool. Einfach halt. Ja, fuck, das ist jetzt wegen mir geschehen. Okay. Nee, Quatsch. Nee, ich hab einfach nicht drauf geachtet. Wo bist du, Erik? Einfach links vom Lager aus. Aber wollte ich mit dir auf Abend. Kannst du hinkommen? Nee, mein Ei ist hier, das soll nicht sterben. Und du musst dich beeilen, weil es stirbt gleich, wenn du dich nicht beeilst. Hör mal, es war nur ein Gras.
Musst du, ja. Ich brauch viel mehr Hast Gras. Du mir gerade eine Schlafsack geklaut? Ich hab 7, ich bin am Lager, ich komme. Hier ist 7 Gras. Wieder hier in der Box, hab ich auch noch was reingetan. Hier. Hier in der guck mal hier, ich klopf's dir hier, Benni. Nimm dir das hier schnell. Du musst nicht aus der Kiste rausholen. Okay. Nein. So, nach links. Wow. So, und wo bist du? Geh jetzt nach links, ja? Einfach nach links in den Weg entlang. Geh schnell, Warte, schnell, ich komm schnell, mit dir, ich komm schnell, mit dir. Ich muss dem E-Rich helfen. Wir müssen das noch schaffen, dieser Folge. Das ist unsere Mission. Das Ei ist, es wackelt und wackelt, aber gleich ist es tot, gleich erfriert. Nein! Nicht dieses schöne Vogelei, was er Erik ausbrüten wollte unter seinem Hintern. Ich bin immer noch auf dem Weg, ich finde dich nicht. Geh Warte, der ist hier links, ein bisschen links, links. Nein, es friert jetzt. Oh, nein. Oh mein Gott, es wird nass. Ich hab nichts dabei. Oh, Benny. Ich hab nichts. Ich auch nicht. Oh nein. Oh Gott, Leute. Ja. Aber ich schaff's. Oh Mann. Mann, ich schaff es. Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's auch nicht. Ich bin tot. Oh mein Gott, nein. Ich bin so ein Idiot. Mann. Ich bin so ein Idiot. Der Benny ist ein viel größerer Idiot. Der Benny ist auch drauf. Ja, wie konnte ich denn ohne Fackel auch losziehen? Wäre ich mal einfach im Lager geblieben, weil das so ungefähr, wie ich es vorhatte. Ja, das 100. Mal, dass der Benny wegen sowas drauf geht ungefähr. Stimmt gar nicht. Du sagst immer, ey, ich habe keine Fackel. Ich war gar nicht so weit am Lager. Man stirbt aber auch, das hat man jetzt mal gesehen, wie schnell man in der Darkness stirbt. Aber wir können uns wiederbeleben. Ja, Darkness stirbt man echt richtig Wir kriegen schnell. Das noch hin. Das ist noch nicht aufgegeben, diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Wir kriegen das, wir schaffen das. Tschüss. Wir schaffen das. Schöner Rosenkranz. Ja, zweimal gestorben in einer Episode. Das ist natürlich jetzt eine Hausnummer. Aber wir kriegen das hin, Freunde. Ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt hier wieder super noobig verhalten habe. Wir kriegen das irgendwie hin. Und das Spiel ist echt kackenschwer. Ihr habt ja gerade gesehen, die Dunkelheit, die hat mich schneller eingeholt, als ich ja sagen konnte oder hallo. Aber macht gar nichts, denn die Jungs werden mich irgendwie wiederbeleben. Ich vertraue darauf. Bis dann. Tschüss.